Und was ist mit den Bildern? Die Bilder ist die erste Wasila, die zum Schirk geführt hat. Die Menschen waren am Anfang auf Tauhid gewesen. Was ist der Beweis dafür? Der Beweis dafür ist, dass Adam der erste Mensch ist und Adam ist der erste Prophet und hat keinen Schirk begangen. Dass er einen Befehl nicht ausgeführt, ist kein Schirk. Sondern Schirk ist, es ist eine Maasiya, eine Sünde, und Schirk sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Zum Beispiel, jemand trinkt Alkohol. Ist er deswegen jetzt aus dem Islam rausgeflogen? Nein, ist eine Sünde. Aber wenn jemand sagt, ja, wenn jemand jemand anderen anbetet oder etwas anderes glaubt, oder Jesus anbietet oder irgendjemand anbietet, dann ist das Schirk etwas, was aus dem Islam rausbringt. Das heißt, der Erste, am Anfang hatten die Menschen Tauhid gehabt. Jetzt kommen zu dir einige Schlauberger, vielleicht in der Schule auch, die werden zu dir kommen, die werden zu dir sagen, nö, das stimmt gar nicht. Das hat sich so entwickelt, ganz intelligent. Wie die Evolution. Am Anfang gab es viele Götter und später sind die alle zu einem Gott geworden. Dann gab es das Judentum, das war das erste Mal, wo der Monotheismus aufgetreten ist. Und dann sagt er ja, was ist sein Beweis dafür? Erstmal sein Kopf, ja, weil, ist logisch, primitiv. Zuerst war es primitiv und nachher wurde es fortgeschritten, ja. Erstmal primitiv, viele Götter, dies, das. Und nachher wurde es fortgeschritten. Dann sagen wir ja, was ist mit der katholischen Kirche? Ja, es wurde zu einem Gott gemacht, nachher gab es wieder 1000 Heilige, die angebetet werden, oder wie? Oh, 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 in die katholische Kirche, oh, oh, müssen wir schneiden. Guck, jetzt. Was ist der nächste Beweis von ihm dafür? Also der erste Beweis, den kannst du schon mal in die Mülltonne kloppen. Der zweite Beweis ist, er sagt ja, wir haben Ausgrabungen von vor 10.000 Jahren und da haben wir Götzen gefunden von Leuten, die die Götzen angebetet haben. Siehst du, das ist der Beweis. Und Juden gab es später, also die Götzen wurden angebetet, dann gab es vorher keinen Monotheismus, keinen Eingottglaube. Was sagen wir zu dem? Was sagen wir zu dem? Wir sagen zu dem erstmal, wo ist eigentlich deine Garantie, dass es vor diesen 10.000 Jahren an derselben Stelle keinen Tauhid gab, keinen Eingottglauben? Punkt 1. Punkt 2 sagen wir, welche Götzen willst du denn finden, die darauf hindeuten, dass nur ein Gott angebetet wird? Weil der wahre Gott, glaube, der hat keine Götzen. Das heißt, du kannst auch bei Ausgrabung kannst auch keine Götzen finden. Du kannst Götzen nur finden dort, wo Polytheismus herrscht, wo mehrere Götter angebetet werden. Mehrere falsche Götter. So, das heißt, und jetzt frage ich euch, wann ist der erste Schirk passiert? Wir haben A gesagt, Adam war der erste Muslim, der erste Gottergebene. Wann ist der erste Schirk in der Menschheitsgeschichte aufgetreten? Bei welchen Propheten und Gesandten? Hat einer eine Idee? Komm, rat mal. Wer bietet mehr? Du, was denkst du? Ja. Mashallah, warum sagst du es nicht direkt? Guck, alle hier am Verstecken. Nur, alayhi salam, genau. Und wie ist das bei Nuh passiert? Und das wird uns verdeutlichen, wieso Bilder eine Wasila, ein Mittel zum Schirk sind. Es gibt verschiedene Überlieferungen über die Geschichte. Ich erzähle euch eine ungefähre Geschichte, wie es passiert ist. Es gab bei den Vorvätern von Nuh, gab es 5 Salihin, rechtschaffene Menschen. Wad und Waswa'un wa Yaruth wa Ya'uk wa Nasr. Diese 5. Ist in Surat Nuh, es ist Surah 71 im Koran. Und diese 5 Leute, die sind gestorben. Ja. Und als sie gestorben sind, kam der Scheitan und hat gesagt, es gibt wie gesagt verschiedene Überlieferungen von der Geschichte, macht doch Bilder von denen, damit ihr euch an diese Menschen erinnert. Und wenn ihr euch an diese Menschen erinnert, dann wird das euch dazu motivieren, mehr Ibadah zu machen. Mehr Gottesdienst zu machen. Das heißt, ja, du siehst diesen Menschen, das ist mein Vorbild. Guck, da hinten steht das Bild von dem. Oh, das war so ein guter Mensch. Wir müssen Ibadah machen für den. So. Dann in der nächsten Zeit, dann später, eine Generation später, kam er dann zu den Menschen, wo immer mehr Wissen verloren gegangen ist, kam er zu ihnen und hat gesagt, guck mal, wenn ihr bei denen zu Allah betet, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass euer Gebet angenommen wird. Das heißt, du stellst dich neben die Skulpturen und dann betest du zu Gott. Ist das Schirk? Ist kein Schirk. Aber jetzt geht es schon langsam richtig in die Bidda rein. Ja? So, dann beim nächsten Mal kam er, hat gesagt, ja, betet die doch an, damit die euch Allah näher bringen. Und Wallahi, so ist es heute bei vielen Muslimen. So ist es heute bei vielen Muslimen. Der erzählt dir, wenn du zur Hajj gehen willst,
Geh nicht erst zur Hadsch, du musst erstmal zum Grab von Abdulkader Jilani gehen. Ich hab selber mitbekommen. Erstmal zum Grab von Abdulkader Jilani. Dann sagen wir erstmal, Abdulkader Jilani ist ein großer Gelehrter. Ist ein Mann, von dem wir nur Gutes kennen. Also ich kenne nur Gutes von ihm. Sicherlich Fehler hat jeder irgendwo gemacht, aber von ihm kennen wir nur Gutes. Er ist ein rechtschaffener Mensch, inshallah, gewesen und ein großer Gelehrter des Islam gewesen. Ja? Nichts gegen ihn. Aber hat Abdulkader Jilani gesagt, wenn ihr zur Hadsch geht, kommt erstmal zu meinem Grab? Nein. Oder ist der Prophet, der Prophet ist unser Vorbild, ist der erstmal, bevor er zur Hadsch gegangen ist, zum Grab von Abdulkader Jilani gegangen? Nee, natürlich nicht, weil Abdulkader Jilani ja erst nach dem Prophet Jahrhunderte gelebt hat. Das heißt, so fängt das an. Der geht zuerst zum Grab von Abdulkader Jilani und denkt, das ist erstmal sowieso schon mal bidda. Dass du denkst, dein Besuch vom Grab hätte irgendetwas mit deiner Hadsch zu tun. Ich betone, weil es wird immer bei uns erzählt, ja, Pierre Vogel sagt, wer die Gräber besucht, ist ein Muschrik. Lüge. Die Leute können nur lügen. Ich habe selber das Grab vom Propheten Sallallahu besucht. Ich habe selber die Gräber von Hamza und von den Märtyrern von Uhud besucht. Das ist eine gute Tat. Da ist nichts gegen auszusetzen. Aber was da, wo etwas gegen auszusetzen ist, ist, dass du an den Gräbern Bidda machst oder an den Gräbern Schirk begehst. Zum Beispiel, du stellst Kerzen auf am Grab. Oder machst Sujud zum Grab. Oder Tawaf ums Grab. Oder denkst, dass deine Hadsch nicht angenommen wird, wenn du das Grab vom Propheten nicht besuchst. Das ist natürlich kein Schirk, aber das ist etwas, was eine Erneuerung in der Religion ist.